Ich habe ja bei einem früheren Interview habe ich da gesagt, jetzt muss Wolf zu seinen Worten stehen, der immer den Mick so lobt, und muss den ins Auto setzen. In diesem Video ist Mercedes unser Thema und das, was wir zumindest für Mercedes-Verhältnisse als Krise verstehen. Von 2014 bis 2021 waren die Silberpfeile ununterbrochen Konstrukteursweltmeister, doch seit 2022 steckt irgendwie der Wurm drin. Der Mann, den ihr am Bildschirm neben mir seht, das ist Marc Surer, Formel-1-Experte auf diesem Kanal. Und mit ihm habe ich unter anderem über die Kandidaten gesprochen, die Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes werden könnten. Einer davon ist bekanntermaßen Mick Schumacher und auch über dessen Chancen auf ein Comeback als Rennfahrer in der Formel 1 habe ich mit Marc gesprochen. Dazu kommen wir aber ein bisschen später. Zuerst ging es um Lewis Hamilton, dem in den ersten drei Saisonrennen 2024 von seinem Teamkollegen George Russell ziemlich die Show gestohlen wurde. Und über Lewis Hamilton sagt Marc unter anderem: Und wenn er mit dem Auto kämpfen muss, dann verliert er. Und das ist sicherlich eine Schwäche von ihm. Aber bevor es losgeht, noch die Erinnerung. Abonniert am besten jetzt unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr die nächsten Videos mit unseren Experten Marc Surer und Ralf Schumacher nicht verpasst. Marc, Mercedes war 2023 schon für die eigenen erfolgsverwöhnten Verhältnisse relativ schlecht unterwegs, aber ich habe mal bei uns ins Archiv geschaut, da hatten sie nach drei Rennwochenenden 56 Punkte auf dem Konto. Jetzt sind es nur noch 26, also nochmal schlechter als vor einem Jahr, wo man auch schon nicht zufrieden war mit dem, wie die Saison begonnen hat. Woran liegt das deiner Beobachtung nach? Also ich denke vor allem der Konzeptwechsel hat es einfach mehr Schwierigkeiten. Die fangen praktisch bei Null wieder an, ja, mit dem Auto. Und ich sehe, dass das Auto nicht stimmt. Sie haben zwar jetzt für Lewis Hamilton das, was er letztes Jahr bemängelt hat, den Sitz wieder weiter nach hinten gemacht. Also die Fahrposition ist 10 cm weiter hinten, eigentlich so wie die Konkurrenz auch fährt. Und das heißt, sie haben sich den anderen angepasst vom Konzept her, aber sie haben das Konzept noch nicht im Griff. Und ich denke, das ist aber nur eine Frage der Zeit, weil zwischendurch sieht man ja wieder so ein bisschen Highlights. Das heißt, in verschiedenen Positionen geht das Auto ja plötzlich gut. Und dann verlieren sie wieder, wenn sie irgendwas verstellen müssen, zum Beispiel wenn sie das Auto höher setzen müssen für mehr Gewicht, also für volle Tanks, dann plötzlich ist das Auto wieder nirgendwo. Aber ich glaube, da steckt schon noch mehr Potenzial drin, als wir jetzt sehen. Es ist auch eins auffällig, zumindest in den ersten drei Saisonrennen ist George Russell mit dem W15 besser zurechtgekommen als Lewis Hamilton. Bist du von der Performance von Lewis auch so ein bisschen enttäuscht? Das haben wir doch schon vorletztes Jahr gesehen. Wenn das Auto nicht gut ist, dann fährt der Russell besser, weil da ist mit diesem Williams, musste sich ja jahrelang durchprügeln mit einem relativ schlecht liegenden Auto. Und Lewis hat halt immer nur die besten Autos gefahren. Das heißt, wenn das Auto nicht das macht, was Lewis will, dann hat er ein Problem. Und genauso ist es im Moment wieder. Und der Russell kann halt mit Kompromissen leben, so wie ein Alonso. Ja? Das sind so Leute, die dann sich einfach aufs Auto einstellen können. Der Lewis kann das nicht, aber erinnere dich, Ende letztes Jahr, als das Auto besser wurde, da war der alte Lewis plötzlich wieder zurück. Ist das vielleicht ein bisschen ein Merkmal von Lewis Hamilton generell? Wie du gerade sagst, er hat immer nur die schnellen Autos gehabt und er scheint irgendwie nicht so gut zurechtzukommen, wenn es nicht so gut läuft mit einem Auto. Andere Champions können das schon, Stichwort Fernando Alonso 2007, der im Renault da auch Rennen gewonnen hat. Eins vielleicht nicht ganz so fair, das andere aber schon. Oder auch Michael Schumacher, der in einem unterlegenen Ferrari-Rennen gewonnen hat. Das haben wir von Lewis Hamilton in der Form ja noch nicht gesehen. Nein, also das ist genau seine Schwäche, dass er einfach vielleicht verwöhnt ist, ja. Er ist in der Formel 3, in der Formel 2 hat er schon immer im praktisch im besten Team gesessen. Und das heißt, für ihn ist das völlig normal, dass das Auto genau so sich verhält, wie er sich das wünscht. Und wenn er mit dem Auto kämpfen muss, dann verliert er. Und das ist sicherlich eine Schwäche von ihm. Auf der anderen Seite, wenn das Auto gut ist, dann wächst er ja über sich hinaus. Das ist ja dann wieder die Fähigkeit, eben den Gegner praktisch zu deklassieren, in dem Moment, wo das Auto genauso ist, wie du es haben willst.
Ich habe jetzt gerade mal nebenher nachgeschaut, weil ich es nicht aus dem Kopf wusste. Lewis Hamilton ist 39 Jahre alt, also ein bisschen jünger noch als ich. Würdest du so weit gehen zu sagen, die besten Jahre liegen hinter ihm? Ja, natürlich. Eben, das, was wir vorhin bei Alonso gesagt haben, wird auch bei ihm der Fall sein. Irgendwann baut das ab vom puren Speed her. Und sicherlich wird er dann nochmal eine Motivation bekommen, wenn er im Ferrari sitzt, weil er natürlich der Welt beweisen will, dass er mit dem Ferrari Rennen gewinnen kann. Aber grundsätzlich ist einfach das Alter spricht gegen ihn. Ja, dass die Erfahrung hilft zwar im Rennen, und wenn wir ihn ja kennen mit seinen Funksprüchen, er gibt ja extrem gute Informationen immer an das Team weiter. Es klingt manchmal nach Jammern, aber trotzdem, die Informationen sind natürlich extrem wichtig. Also seine Erfahrung wird er sicherlich einbringen können, aber der pure Speed, da denke ich auch, er wird ein paar Hundertstel oder Zehntel verlieren. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, er wechselt ja 2025 zu Ferrari, das heißt bei Mercedes wird ein Cockpit frei, und Marc, ich würde da gern ein paar mögliche Kandidaten mal einen nach dem anderen mit dir kurz durchbesprechen, beziehungsweise deine Meinung abholen, ob der für Mercedes ein Thema wäre oder nicht. Erster, Fernando Alonso. Ja, wenn sie eine Überbrückung brauchen, bis sie einen jungen Fahrer einsetzen, also den Antonelli zum Beispiel, dann könnte man sagen, ja, okay, also man könnte jetzt den Alonso da noch reinsetzen für ein, zwei Jahre und dann in Rente schicken. Auf der anderen Seite, im Moment musst du einen Sainz nehmen, ja, weil wenn ein Sainz frei ist, dann musst du den nehmen, und der hat ja gar nicht dann viele Möglichkeiten, also der muss eigentlich so ein Angebot auch annehmen. Es gibt auch zwei deutsche Fahrer, die vor allem die deutschen Medien immer gerne in den Mercedes reinschreiben würden. Vielleicht bleiben wir zuerst beim ersten, Nico Hülkenberg. Ein Thema für Mercedes, oder glaubst du nicht? Absolut. Auch der Nico Hülkenberg wäre einer, den man jetzt sagen für zwei Jahre verpflichten kann. Der zeigt ja immer noch diesen extremen Speed, ja, in der Qualifikation manchmal. Und das heißt, das steckt immer noch in ihm. Also eigentlich wäre das eine gute Wahl, und es wäre auch eine positive Wahl für Mercedes, ja, die jetzt mit Engländern unterwegs sind, und schlussendlich ist es ja ein deutsches Team. Und dann natürlich Mick Schumacher. Ich habe ja bei einem früheren Interview habe ich da gesagt, jetzt muss Wolf zu seinen Worten stehen, der immer den Mick so lobt, und muss den ins Auto setzen. Aber irgendwie ist es ein bisschen ruhig geworden. Ne? Der Toto lobt den Mick nicht mehr so wie in den letzten Jahren, als er da mit ihm in der Box stand. Also ich bezweifle, ob Toto Wolff den Mick ins Auto setzen wird. So, und dann gibt es noch einen Namen, den muss ich dir auch hinlegen im Zuge dieser Diskussion, auch wenn er einen Vertrag bei Red Bull bis 2028 hat, nämlich Max Verstappen. Jetzt ist ja so rund um Saudi-Arabien dieses Thema Horner-Affäre ziemlich eskaliert, auch Max hat sich da Team Marco deklariert, wenn man so möchte, da kochten dann auch die Gerüchte hoch, man hat Jos Verstappen mit Toto reden gesehen und so weiter. Kannst du dir vorstellen, dass Max Verstappen zu Mercedes wechseln würde, sollte dieses Thema Red Bull intern wirklich eskalieren? Ein Rennfahrer will immer im besten Auto sitzen. Also das wäre sehr, sehr ungewöhnlich für einen Max Verstappen, wenn er das Auto wechseln würde. Das haben wir eigentlich mal gesehen mit Alonso und McLaren, als er da wegging, weil sie sich zerstritten hatten. Und hat dann ja, wie du vorhin gesagt hast, zwar zwei Rennen gewonnen, aber das war's. Das heißt, für einen Rennfahrer, der hätte damals durchbeißen müssen und bei McLaren bleiben, dann wäre er wahrscheinlich nochmal Weltmeister geworden. Also, der hat einen Riesenfehler gemacht, und ich denke nicht, dass der Max Verstappen so einen Fehler machen würde. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Wenn ihr das Interview bis hierher interessant findet, dann lasst doch gern ein Like da, auch um unsere Arbeit zu unterstützen. Und ich signalisiere mit meinem Daumen hoch, dass wir für solche kleinen Gesten der Anerkennung wahnsinnig dankbar sind. Jetzt habe ich meine Kolumne nach dem Grand Prix von Australien, wo ja für Mercedes sehr viel schief gelaufen ist, Toto Wolff gewidmet, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. 2022, 2023, jetzt auch 2024, Mercedes nicht Weltmeister geworden. Hat er seinen Status als der absolut unantastbare Wunderwuzzi, als der ja galt in den Erfolgsjahren von Mercedes, die sehr, sehr lang gedauert haben, hat er diesen Status so ein bisschen verloren?
Well, das ganze Team hat es eigentlich verloren, ja, weil wir haben immer geglaubt, das ist eine unschlagbare Mannschaft. Und jetzt, ja, es gab Abgänge im Team, aber grundsätzlich tun sie sich einfach, seit das neue Reglement da ist, tun sie sich schwer. Also wenn, dann haben sie irgendwie ein Manko in der Aerodynamikabteilung. Toto Wolff hat ja inzwischen eingeräumt, dass er 2020 während der Corona-Pandemie mal so eine Phase hatte, wo er auch darüber nachgedacht hat, als Teamchef zumindest zurückzutreten. Er ist ja auch 33% Shareholder von Mercedes. Im Nachhinein betrachtet, wäre er damit klug beraten gewesen, wenn er da gesagt hat, ich trete am Höhepunkt ab. Ja, auf der anderen Seite, wenn du so erfolgreich bist, du kannst dich erinnern, jetzt glaube ich, ist ein Jahr her, als sie über 100 Millionen Gewinn gemacht haben und er als Anteilseigner mit einem Drittel nach Steuerabzug immer noch 30 Millionen auf sein Konto überweisen konnte. Einfach so. Wer will denn sowas aufgeben, ja? Wenn du einfach so einen Bonus bekommst Ende des Jahres von 30 Millionen. Also jetzt sieht es natürlich anders aus, aber es ist ja wie bei den Rennfahrern. Man sagt ja immer, man sollte auf dem Höhepunkt zurücktreten. Ganz wenige schaffen das. Die meisten fahren, bis sie dann merken, es geht jetzt nicht mehr und verlieren da auch sehr viel dabei. Jetzt gibt es keine konkreten Indizien dafür, dass sich Toto Wolff zurückziehen wird als Teamchef, abgesehen davon, dass er nach Melbourne wirklich ziemlich frustriert war, aber nach dem Ergebnis ja auch kein Wunder. Aber wollen wir uns mal in seine Lage reinversetzen? Er muss ja als Shareholder auch selbst mitbestimmen, wer ihm eines Tages nachfolgen wird, und eines Tages, wenn vielleicht auch nicht heute, wird sich die Frage stellen. Siehst du da jemanden, der als Mercedes-Teamchef in Frage kommen könnte? Seine Frau. Susi. Susi. Nein, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, weil ich glaube, dass der Toto vom Ehrgeiz schon angetrieben wird, dass das wieder in Ordnung zu bringen, dass Mercedes wieder fähig ist, Rennen zu gewinnen. Und natürlich hofft er sicherlich auch auf 26. Ja, sie haben ja schon mal beim Motorenwechsel den Vorteil gehabt, den besten Motor zu haben. Auf das hofft er sicherlich wieder. Und ich denke auch, dass Mercedes, obwohl sie jetzt nur noch ein Drittel beteiligt sind, aber das Team trägt den Namen Mercedes, dass die ihnen auch entsprechend Unterstützung liefern. Also das ist durchaus möglich, dass das wieder ein großer Sprung kommt mit dem neuen Reglement. Im Moment, wie gesagt, haben sie eher ein Aerodynamikproblem und nicht ein Motorenproblem. Mercedes hat ja die letzten Jahre wahnsinnig viel Personal verloren, Marc. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber aus dem Kopf fällt mir ein. Paddy Lowe, davor schon Ross Brawn, Niki Lauda ist natürlich gestorben, James Allison war zwischendurch mal weg, Mike Elliott wurde in die Wüste geschickt und. Man könnte die Liste wirklich noch mit 5, 6, 7 wirklich hochrangigen Leuten fortführen, die das Team verlassen haben. Auffällig ist aber, dass ausgerechnet seit Andy Cowell das Team verlassen hat. Das ist der Mann, der diesen Wundermotor gebaut hat für die Hybridformel, die 2014 in der Formel 1 angefangen hat. Der ist Mitte 2020 gegangen. Das scheint tatsächlich so ein Bruchpunkt zu sein. Glaubst du, dass Cowell vielleicht der größte einzelne Verlust war von all diesen Leuten, die Mercedes verloren hat? Also der Mercedes-Motor geht ja nach wie vor gut. Ja, also das beweist ja McLaren. Also kann es nicht am Motor liegen. Aber es kann natürlich schon sein, dass Cowell den Einbau des Motors vielleicht positiv beeinflusst hat. Das heißt, es geht ja immer darum, so ein Motor hat eine Leistung, okay, aber dann geht es ja um die Kühlung, um alle diese Details, wenn du ein Auto baust. Das heißt, die Zusammenarbeit mit den Aerodynamikern, dass du den Motor optimal kühlst, aber nicht zu viel auf der Aerodynamikseite verlierst. Da könnte mich schon vorstellen, dass dieser Andy mit seiner Erfahrung genau das richtige Mittelmaß gefunden hat und dass es vielleicht jetzt da ein bisschen hakt. Aber wie gesagt, der Motor ist ja nicht schlechter geworden, seit er weg ist, sondern das Auto ist schlechter geworden. Jetzt ist dein geschultes Auge als ehemaliger Rennfahrer immer gefragt, weil du sehr gut erkennst, Marc, wie sich auch die Autos tatsächlich verhalten. Beim Mercedes war es in den letzten beiden Jahren ja so, oder im letzten Jahr, seit dieses neue Reglement mit Ground Effect Cars eingeführt wurde, dass die vor allem mit Bouncing mehr Schwierigkeiten hatten als andere. Was ist es jetzt? Was siehst du jetzt, wenn du dir die Onboards anschaust? Ja, ich war ja auch in Bachrhein vor Ort und habe mich da mal an die Strecke gestellt. Und es ist schon so, dass
dass die Autos wieder ein bisschen gehüpft haben. Aber was mir mehr aufgefallen ist, dass sie, dass ich habe das Gefühl, die Balance des Autos verändert sich. Und ich kenne dieses Problem, das ist ein altbekanntes Problem. Du hast hast mechanischen Grip, ja, und da liegt das Auto gut. Das heißt, in langsamen Kurven liegt das Auto gut. Und dann kommt die Aerodynamik dazu und die Aerodynamik verändert das Fahrverhalten. Das heißt, der Schwerpunkt des Autos und der aerodynamische Anpressdruck, wenn der nicht an gleicher Stelle ist, dann verändert sich das Fahrverhalten. Also wenn er jetzt zum Beispiel der Anpressdruck aerodynamisch ein bisschen hinter dem Schwerpunkt des Autos ist, dann fängt das Auto an zu untersteuern in schnellen Kurven. Und ich glaube, da hakt es irgendwie. Das hat man ja in Jeddah, haben sie ja das brutal gespürt, dass sie in schnellen Kurven einen Nachteil haben mit dieser aerodynamischen Einstellung, die sie ja gebraucht haben, um schnell zu sein auf der Geraden. Das heißt, der Unterboden hat offensichtlich den Anpressdruck am falschen Ort geliefert. So kommt das mir vor. Also ich kenne das Problem, weil das ist das immer gewesen in der Formel 1, seit es Aerodynamik gibt oder Anpressdruck gibt in der Formel 1, hat man immer wieder dieses Problem gehabt, dass das nicht harmonisch ist zwischen mechanischem Grip und aerodynamischem Downforce. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar überinterpretiere, was du gerade gesagt hast, aber das heißt, mechanisch könnte das Auto eigentlich ganz gesund sein, aber in der Aerodynamik liegt vermutlich dann der Wurm. Richtig, richtig. Also ob das jetzt mit dem Hüpfen zu tun hat, dass er ab und zu wieder zurückkehrt und dass sie deswegen einen Kompromiss eingehen müssen, oder ob einfach grundsätzlich diese Übereinstimmung nicht herrscht. Aber das kann man natürlich korrigieren. Aber ja, das braucht auch wieder Windkanalstunden und so weiter. Kein Marc Surer-Interview auf diesem Kanal endet ohne einen Tipp. Marc, gewinnt Mercedes 2024 noch ein Formel-1-Rennen? Höchstens mit Glück. Da sind die anderen zu stark. Kanal habt ihr ja schon abonniert und Daumen hoch ist auch erledigt. Damit könnt ihr hier das nächste Video schauen. Marc Surer über Fernando Alonsos miesen Trick in Melbourne oder hier ein anderes Video unseres Kanals.